Welches ist der Vorteil, wenn man eine Frau ist in der Politik? Ich glaube, oh je. Ja. Was ist der Vorteil als Frau in der Politik? Dass man etwas vom Kalber versteht. Heute sind die Frauen wirklich repräsentiert von unserem Land. Ja, also ich würde sagen, das ist der Willkommen im Club vom Teppichetage Feminismus. Warum hast du nicht dafür gesorgt, dass es mehr Mikrokassiererinnen da hat heute? Also ich war nicht im OK gewesen. Sonst hätte ich dafür geschaut. Also die Loyalität zu der Partei ist auch heute grösser als die Loyalität zu anderen Uterusträgerinnen. Du weißt, was ich von diesen Sprüchen halte. Also ich meine, ich habe sehr gute Voraussetzungen als Kind von türkischen Migranten, die in der Ostschweiz aufgewachsen ist und mittlerweile in Zürich wohnt. Wahrscheinlich würdest du gescheiter türkisch sprechen, es würde besser tun. Dahinter hat Alain Berset keine Sau, lass zu. Das passt. Wir hören zu, wir essen, wir sind Frauen, wir sind Multiple-Choice-fähig. Kein Problem. Multiple-Choice-fähig? Ja. Wird sie echt heute noch bei ihm in der Limousine landen oder nicht? Ich weiss nicht, ob Ellen Ringier wirklich sein Beuteschema ist. Er schaut kritisch. Habt ihr Frauen hier miteinander schon eure Menstruation aufeinander abgestimmt jetzt? Es sind ja nicht nur Frauen, die menstruieren können. Ich muss jetzt zum Berset, das ist der Einzige, der noch politisch inkorrekt ist. Dreams are my reality. Ist umringt von Frauen, es gefällt ihm offenbar gut. Es ist nicht ganz so eine tolle Ambiance natürlich wie im Schwarzwald. Halt, sie dürfen nicht einmal laufen. Schau jetzt, er läuft mir immer davon, er hat mich nicht so gern. Ein bisschen Angst. Alain! Une petite question. Ça marche pas comme ça, hat er gesagt. Ich gehe wieder zu der Viola Amherd. Jetzt ist er selber die Schuld. Meine Verlobte Viola Amherd, wann haben wir jetzt das Aufgebot? Ja, es kommt darauf an, wenn ihr die Tischkarte nicht fertiggestellt habt. Könnt ihr ja gerade morgen, wir brauchen ja keinen Mann im Publikum quasi. Nein, also bin ich nicht verstanden. Jemand müsste servieren euch noch.